Genau, was habe ich davon? Ja, von diesem Interview, ich bin pleite. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Hi, Agnes. Hi, Jimmy. Was ist passiert? Du hast mich jetzt hier hingezerrt. Jimmy, das ist unglaublich. Also wir sind ja hier beim Chainsnanker-Seminar von Alex Fischer und ich habe hier einen Typen entdeckt, der ist echt der Knaller. Also das ist Dan Berlin aus Düsseldorf. Ich zersäge hauptberuflich Frauen, blonde Frauen mit schwarzen Kleidern. Sollen wir mal zeigen, was möglich ist? Ja, zeig mal. Also es geht ja heute um das Thema, wie du Menschen für dich gewinnst, vor allem wie du zum Beispiel Makler oder Banker für dich gewinnst, dass du dein Ziel erreichst. Nehmen wir mal den Banker, ja, und der Banker möchte natürlich die Sicherheit haben, dass du liquide bist. Ja. Das ist der mobile Bankautomat, ja, und dort kannst du dem Banker zeigen, schau mal hier, ich kann dir, nehmen wir mal hier einen 50er, ja, so, und dann drücke ich den aus, ja. Das ist wirklich praktisch, ja, und dann kannst du natürlich auch so damit bezahlen, ja. Machst du 20 Mal am Tag und dann kannst du auch die Immobilie finanzieren. Ja? Aber verrat es doch mal jetzt, weil du bist ja wirklich Coach für wie gewinne ich Leute für mich. Wie würdest du gehst zu einer Besichtigung, da ist ein Makler, der ist so ganz nicht so wie ich, ne? So also ein ganz spießiger Typ mit Krawatte und so. Nicht Amazing Agnes. Was würdest du machen? Also jeder Mensch fragt sich immer, was habe ich davon? What's in it for me? Und jetzt würde ich mir denken, okay, du bist jetzt mal die nicht so tolle Maklerin. Dann denke ich mir trotzdem, okay, was hat sie davon, wenn ich mein Ziel erreiche? Mhm. Also würde ich erstmal versuchen, dich zu gewinnen mit meiner Persönlichkeit. Weil ja. Menschen kaufen erstmal von Menschen. Mhm. Also würde ich erstmal das Charisma-Dreieck anwenden. Mhm. Das geht so, es geht hier oben los. Was glaubst du im Gesicht? Was ist der wichtigste Bereich im Gesicht? Augen. Augen, genau. Und Zähne. Zähne zum Trocknen nach draußen halten. Lächeln, ja? Ganz wichtig, damit die Spiegelneuronen des Gegenübers anspringen im Gehirn. Ja. So, Charisma-Dreck, geht hier oben los. Ja. Dann die Schultern. Schultern ein bisschen nach hinten, sorgt für mehr Standing, mehr Selbstbewusstsein. Und die Hände am besten nach außen, zeige dich offen, zeig dich verletzlich. Du musst dich so rumlaufen, aber wenn du sagst, wir können ganz offen miteinander reden, klingt das nicht so authentisch, ja? Also ein Türöffner für den Anfang. Türöffner, okay, weil die ersten cool. Sekunden entscheiden für den ersten Eindruck. Ja. Das wäre quasi ein Insider-Tipp für jemanden, der ein Haus kaufen will, ja, oder? Klar. Jimmy, dabei, ganz oder? Wichtig, guck mal, du hast, wenn du eine Immobilie kaufen willst, der Markt ist so angespannt, du gehst zu einer Besichtigung und da sind 10.000 andere Leute, die auch haben wollen. Das heißt, du musst irgendwie dich hervorbringen unter den anderen Interessenten. So sieht's aus. Und das ist wirklich ganz wichtig, dass du Sympathie da hast. Ich kenne das von mir selber, wenn einer so reinkommt, so, wo ist denn hier das Haus? Ne? Dann denke ich mir auch, okay, das wird jetzt heute schwierig. Aber wenn du sagst, ich bin total heiß auf diesen Termin und freue mich richtig, dann hebst du dich von anderen ab. Ja? Also es muss nicht immer Zauberei sein, ja? Das ist auch eins meiner Leidenschaften. Aber es geht darum, dass du mit deiner Persönlichkeit gewinnst und wie du sagst, ja, du kannst am Ende entscheiden, nimmst du mich oder jemand anderen. Richtig. Und deswegen werde ich auf dich zugehen, werde dir Fragen stellen, werde mich für dich interessieren. Und vor allem funny is money. Wenn du den anderen zum Lachen bringst, sorgt das für einen Return. Das kann ich nur bestätigen. Ich weiß das von uns Frauen. Also ich stehe am meisten auf Männer, die mich zum Lachen bringen. Wenn wir den ersten Eindruck überwunden haben, wo ist eigentlich mein 50 Euro? Warum? Hat der Hund aufgefressen. Sehr seriös hier, der Laden. Also, wenn du den ersten Eindruck... Ach, geil, danke. Gerne. Ich bin auch zaubern. Und jetzt verwandle ich diesen Geldschein in 500 Euro, okay? Das machen wir noch kurz. Ja, mal kurz festhalten. Boah, wenn der das kann, es gibt ja keine 500er, das ist so geil. Das kannst du auch zum Beispiel an der Kasse machen, im Supermarkt, und dann sagst du einfach, stimmt so. Ja. Der Trick ist jetzt eher lame. Ja. Cool. Also, erster Eindruck ist... Haken, dann ist es wichtig, wie du es sagst oder was du sagst. Ja? Mhm. Erzähl nicht so viel von dir selber, was für ein toller Hecht du bist und was du schon alles gemacht hast, sondern erzähle dein Warum, dein Purpose, warum möchtest du unbedingt jetzt diese Immobilie haben, warum sollst du mir unbedingt helfen dabei, was finde ich an dir toll. Ich hatte gestern noch einen Kunden am Telefon, der wollte einen Besichtigungstermin und sagte, ich habe 800.000 Euro Eigenkapital, ich will mir das jetzt mal angucken. Das will kein Makler hören, direkt beim ersten Telefonat. Ne? Und dann bist du nur eine Nummer. Genau. Ich möchte dich benutzen, um mein Ziel zu erreichen. Genau. Und wie fühlt sich dabei? Genau. Total. Ich habe dem gesagt, wissen Sie, wenn Sie 800.000 Euro haben, dann finden Sie woanders was. Also runtergebrochen, um es ein Fazit zu ziehen, interessiere dich für den anderen, versuche ihn mit deiner Persönlichkeit zu gewinnen, denke immer, was hat er davon, ja, und dann hebst du dich aus der Masse heraus, sei witzig,
Und das sind schon echt sehr, sehr wichtige Tipps, um dein Ziel zu erreichen. Ich brauche immer noch meine 50 Euro. Ja? Wenn ich die gleich nicht habe, dann verkaufe ich die Kamera. 500 oder nicht? Das sind meine Erinnerungen an 45 Euro ärmer geworden. Genau, was habe ich davon? Ja, von diesem Interview, ich bin pleite. Ja. Aber irgendwie muss der Kameramann ja auch überleben. Ja. Es geht ja nicht um die Leute vor der Kamera. Aber kannst du das nochmal mit der Visitenkarte machen? Mit der Visitenkarte? Nee. Kannst vorbei. Immobilienmakler. Alles klar. Easy. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel Hausinteressent bin und ich gehe zur Bank, würdest du dieselben Tricks da auch anwenden? Ja, auf jeden Fall. Das klappt in jedem zwischenmenschlichen Bereich. Denn hast du irgendwie eine Internetseite, wo man sich das angucken kann alles? Gibt es irgendwie Videos von dir? Oder gibt es irgendwas, wo wir das alles nachgucken können? Natürlich. Ja. Ich veranstalte jeden Monat ein Live-Webinar unter danberlin.de/live. Kannst dich gerne gratis fürs nächste Live-Webinar anmelden. Vielen Dank für das Interview. So, das sind die 50 Euro, die ich dir versprochen habe. Oh, das ist nett. Für das Interview. Ja, hey, cool. Hast du super gemacht. Boah, ich mach gleich direkt noch ein Interview mit euch. Dan, ganz großen Dank. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Warum bist du eigentlich hier? Warum ist ein Magier oder Coach auf einer solchen Auf einem Coaching-Seminar? Weil ich den ganzen Unternehmern hier helfe, wie sie sich vor der Kamera richtig präsentieren. Und was darf ich auf gar keinen Fall machen? Was ist ein absolutes No-Go? Ausziehen. Ausziehen beim ersten Gespräch. Okay. What the hell? Dan, danke, dass du da warst. Leute, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Also, guckt euch auch die anderen Videos an. Denkt dran, die Glocke zu drücken, damit ihr auch kein Video verpasst. Und abonniert den Kanal. Und jetzt kommt der letzte Trick, Agnes. Ich zaubere dich weg.